Fête de la Musique 2021 in Berlin. Ein Lichtblick im Pandemiejahr 2021, das Eröffnungskonzert der Fête de la Musique in den Berliner Gärten der Welt. Nur einige hundert Zuschauer konnten dieses Konzert live erleben. Die strengen Hygieneregeln und das hochsommerliche Wetter mit Temperaturen von über 35 Grad verhinderten eine vollbesetzte Arena. Ich bin aus Marzahn-Hennersdorf hier aufgewachsen und bin dieses Jahr auch wegen der Fête de la Musique quasi Botschafter des Bezirks. Die Zeiten waren schon schwierig, die letzten 8 Monate, weil ich ja auch viel live spiele. Ich hatte ein bisschen das Glück, dass ich diesen YouTube-Kanal habe, der mich letztendlich schon davor, vor der Pandemie, gut gestützt hatte. Dass wir nur 2 Wochen gebraucht haben, um das hier zu organisieren, zeigt, wie begierig die Künstler sind, wieder auf die Bühne zu gehen. Wir haben ja mit Wallace Bird, Sam Winslow, mit der tollen Selina Bostic, Künstler, die alle in der gleichen Situation waren wie der Thomas Krüger, monatelang nicht gespielt haben. Und es ist bei Künstlern ja nicht nur so, dass die Geld verdienen damit, es ist ihnen ja auch ein inneres Bedürfnis. Und deswegen war das sicherlich eine harte Zeit und wir freuen uns, gemeinsam den Weg aus der Krise gehen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr nach links und rechts geguckt habt, aber ich habe einige Leute gesehen, die haben wirklich, ohne Scheiß, die haben so gemacht. Ja, und dann gab es andere, die haben auch noch so gemacht. Und ich weiß, wir sind alle ein bisschen außer Übung, aber ich würde jetzt diesen Moment nutzen, schon an dieser Stelle in unserem Set, um zu sagen, everybody, get the up. Das heißt auf Deutsch, Leute, wir haben seit 15 Monaten nicht mehr zu Live-Musik getanzt. Ich habe das mit unserem Stage-Manager abgesprochen. Ihr dürft euren Platz nicht verlassen, aber ihr dürft aufstehen. Und deswegen würde ich mal sagen, steht jetzt bitte auf, alle, keine Gnade, und schenkt zu diesem Song, das ist unsere Hymne an die Bassline und die geht ungefähr so. Ebenfalls unübersehbar und unüberhörbar, die Spielfreude der Musiker und die Begeisterung der Zuschauer, wieder Musik live erleben zu können. Es war ein Fest der Lebensfreude. Nach langen Monaten mit strengen Kontaktbeschränkungen, ohne Auftrittsmöglichkeiten vor Publikum. Bitte Marzahn, gib uns Spaß! Wir haben ja eine Kampagne gestartet, die heißt Musik möglich machen, wo es genau darum geht, halt eben auch Künstlern, Veranstaltern, die in den letzten Monaten gelitten haben, zu helfen. Da kann man mal googeln, Musik möglich machen auf Better Place. Da gibt es verschiedene Projekte, die man unterstützen kann. Also vielleicht kann dann der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer auch ein bisschen was zurückgeben von dem Geld, das er gespart hat. Hallo, Marzahn, was geht ab?
Was soll denn jetzt noch kommen, ey? Machen die hier so einen Lärm, ja? Könnt ihr noch mal bitte einen Applaus machen für die Make a Move Band? Ich bin ja völlig hin und weg. Mein Name ist Selina Bostik. Ich freue mich, mal wieder vor Publikum zu spielen. Ich glaube, es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich das getan habe. Und wir fangen mit einem Song an, den ich letztes Jahr im August released habe nach George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung. Er ist vielleicht mein persönlichster und politischster Song. Nie wieder leise. Here it goes. Ich schau in den Spiegel und will jemand anders sein. Ich bin ein braves Kind. Warum bin ich ganz allein? Ich bin doch so klein, warum fall ich trotzdem auf? Ich fühle mich so, so unwohl in meiner Haut. So lange, so lange leise, so lange leise, so lange, lange leise, lange, so lange, so lange leise. Solange ich den Spiegel meide, kann ich mein Licht nicht sehen. Ich suche mir falsche Freunde. Die nichts verstehen. Ich lach bei Witzen mit, die auf meine Kosten gehen. Senke den Blick, schlucke die Tränen. Ich war so lange leise. Ich war so lange leise. Betonung auf wahr. Vielen Dank, das war wundervoll. Endlich mal wieder vor Publikum. Dankeschön, viel Spaß! Tschüss! Wie geht's dir? Sieht super aus. Ich bin mir total aufgeregt. Schon lange nicht mehr geiler, so geiler Musik. Mein Herz geht ab, Alter. Die Fête de la Musique fand auch 2021 wieder weitgehend virtuell statt. Das Konzert in den Berliner Gärten der Welt eröffnete nicht nur dieses Fest der Musik und Lebensfreude. Es gab auch wieder die Hoffnung auf einen unbeschwerten Sommer voller Musik live erlebt.